Na dann, willkommen zu einem neuen Stream. Edna bricht aus mit dem Zwangklaust. Willkommen zurück. Weiter geht's im Spiel. Da sind wir schon in zweit gekommen. Das ist für die neu sind. Das ist jetzt nicht von Anfang an. Es gab schon Edna bricht aus Streams. Aber wir spielen jetzt dort weiter, wo wir mal aufgehört haben. Und ja. Hier haben wir am letzten Part aufgehört. Im letzten Stream. Und damit willkommen, los kann's gehen. Ja, hier sind wir beim hässlichen Mann, bei dem Ziggy Jung und bei dem Siggy. Beim Siggy im letzten Part stehen geblieben und haben hier alles schon mal mit einem kombiniert und hier schon mal ordentlich uns unterhalten mit dem Siegmund Freud und mit dem Poki, mit dem haben wir uns auch unterhalten. Mit dem Psychologen hier in den Bildern. Ja, durch diese Tür will ich jetzt noch nicht durchgehen. Das ich jetzt noch nicht noch ungespoilert. Das will ich euch noch nicht spoilern. Ich weiß schon, was hinter dieser Tür ist. Das will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Es hat nämlich zu dem Zeitpunkt der Story, wo wir gerade sind, noch keine Relevanz. Das heißt, ja, es wäre besser, wenn wir erstmal noch was anderes machen und dann wieder zurückkommen später. Wir brauchen noch was, damit wir da rein können und es dann vollständig erleben können. Wenn wir da jetzt reingehen, dann werden wir nur wieder weggeschickt und dann heißt es nur, hol jetzt das Zeug, was du dafür brauchst. Das ist, ja, dann ist das nicht ganz, nichts ganz und nichts halbes. Warte. Wir wollten erstmal in die Küche. Oh nein, halt, warte. Jetzt der Poki was zu sagen. Lassen wir den mal reden. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sich in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempomorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar der Puck ist wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt, ja. Muss dann halt hier warten. Man kennt's. Und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt. Und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte, weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Interessant. Hallo Modi. Willkommen im Stream. Ja, der Modi ist dazu gekommen. Lange nicht voneinander gehört. Hab dich so lange nicht mehr gehört, Modi. Ich höre dich ja in letzter Zeit so selten. Man hört so in letzter Zeit so selten von dir. Es ist ja fast schon schade. Ironie-Emoji. So, hier. Da müssen wir noch was aus der Schublade mit. Wollen wir gucken, was drin ist? Ja, doch. Mach auf. Hier wollte ich noch. Da gibt's noch was zu mitnehmen. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Modis Kommentar lädt. Ja. Modi hat einen Ladebalken geschickt. Ladekreis. Oh, wir haben Messer und Löffel. Messer und Gabel. Löffel fehlt leider komplett. So. Nimm den Topf ein mit. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch?
Ach ja, den kleineren wollen wir mitnehmen. Den kleinen Topf, den kann man aber der mitnehmen. Kommt mit. Wie viel einfach in diese Arzt, in diese Krankenhauskleidung reinpasst, das finde ich faszinierend, was hier ein Topf, ein paar Topflappen, eine Ketchup und eine Senfdose, ein Kleiderbügel und hier ein Polosteger und was die alles dort in dieser Krankenhausrobe mit sich trägt. Das ist. Ich war auch mal im Krankenhaus für ein paar Tage und habe auch so ein Ding getragen. Ich wüsste nicht, dass das Taschen hat. Also das generell, und selbst wenn es Taschen hätte, also dieses Kleid mit hinten offen, das ist so ein bisschen, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Schade, dachte, das Troll-Emote funktioniert bei dir. Ach, der Ladebalken. Nö, da funktioniert nichts. Ich kenne mich da schon aus. So, jetzt müssen wir als erstes mal wieder ganz nach oben gehen, weil wir haben jetzt Ketchup und Senf. Jetzt gehen wir wieder ganz an den Anfang. Die Tür, die ist jetzt offen, oder? Auch von dieser Seite. Ach, schade. Der Stiese ist ja weiterhin gefangen. Das heißt, wir können jetzt uns frei bewegen und können jetzt auch wieder zum Anfang zurück. Ja, da müssen wir lang. Um die Ecke. Oh, ich hätte noch Poki was zu sagen. In dem Raum. Das können wir doch nicht so stehen lassen. Den haben wir wohl damals übersehen. In den Audio-Kommentaren. Der ist schon etwas älter. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Randale. Yippie. Okay, ja, das ist ein bisschen, ja, ist schon älter. So, durch den Lüftungsschacht. Wir müssen jetzt mal ganz am Anfang in die Gummizelle zurück. Wir müssen jetzt alles nochmal dreckig machen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Aber hier haben wir nochmal Ketchup und Senf. So, Ketchup und Senf. Ketchup und Senf. Ketchup. Und Senf. Und hier auch nochmal Ketchup. Und Senf. Ketchup. Und Senf. Mod, ich dachte, der Troll funktioniert bei dir. ja. Ketchup. Und Senf. Welcher Troll? Ketchup. Und noch ein bisschen Senf dazu. Ja, ich höre schon auf. Mordi ist schon am Einpennen. Wir machen hier nochmal alles dreckig. Quatsch. Das soll hier hübsch aussehen, diese kleine Gummizelle. Den Poki, den können wir nicht quetschen. Oh. Okay, wir können uns den Audio-Kommentar nochmal anhören. Das ist ja seltsam. Das habe ich ja noch gar nicht. Das ist mir ja neu. Gibt es dafür zumindest ein Achievement? Ja, es gibt für das Klecksens Achievement, aber nicht für die Gummizelle. Also, du musst halt wirklich alles im Spiel beklecksen. Also, wenn du jetzt hier nochmal durchs. Wenn du nochmal durchs ganze Haus gehst und alles mit Ketchup und Senf bekleckst und alles bekritzelst und alles zerschneidest, dann hast du dann, ich glaube, das heißt Schmierfink. Dann kriegst du dann hier für alles ein Achievement.
Aber da musst du halt schon wirklich mit der, du musst schon mit dem Kuli alles bekritzeln, mit dem, mit der Zickzackschere alles zerschneiden, was geht, und mit dem Senf und mit dem Ketchup alles beschmieren. Musst du schon wirklich alles machen. So für so ein bisschen beschmieren gibt's nichts. Also wenn ich jetzt die Gummizelle voll geschmiert habe, bin ich, ja, wie ihr seht, wie du siehst, Mordi, dafür gibt's nichts. Widerwärtiges Ausschlussinstrument. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. So. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Sehr gut. Schade. Kein Kratzer. Ach, nicht so gut. Okay, jetzt haben wir hier die Zelle ein bisschen umdekoriert. Können wir hier noch ein bisschen... Ja, hier gibt's nichts. Senf mit Harvey. Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Haben wir das auch mal ausprobiert. Da kommt wahrscheinlich dasselbe. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie... Ja. Geh zu Schacht. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier alles mit einem bekritzeln können. Ja, hier gibt's nichts. Halt! Was ist? Ist dir bewusst, dass das noch niemand auf der ganzen Welt je versucht hat? Oh. Das Raumzeitkontinuum könnte kollabieren. Oh. Oder sich in eine Taube verwandeln. Oh. Und in deinem Ohr nisten. Oh. Okay. Ja. Aha. Ja. Benutzt Podoschläger mit Senf. Ja, gut. Natürlich nicht abgespeichert. Willkommen zu einem neuen Stream. Ändern wir euch aus. Wir müssen uns hier erstmal in der Schublade was holen. Da müssen wir erstmal die Schublade öffnen. Benutzen. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Okay, jetzt haben wir ein Gabel und einen Löffel. Messer und einen Gabel. Einen Löffel haben wir nicht. Können wir den Topf mitnehmen? Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ja, aber den können wir mitnehmen, der ist doch klein genug. Der kommt mit. Okay. Ich bin übrigens überrascht, wie viel so in eine kleine Krankenhausrobe reinpasst. Ich war übrigens auch mal im Krankenhaus und habe das auch mal... ich habe auch mal so ein Krankenhausrobe getragen und so ein Kleid mit hinten offen. Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Tasche hat. Also das ist, also ich wüsste nicht, dass das eine Tasche hat. Aber wenn es eine Tasche hätte, dann würde da nicht sehr viel reinpassen. Also schon faszinierend. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl. Okay. Ja, ist jetzt ja. Den Spaß haben wir uns mal gegönnt. Ja, jetzt, ja, wir haben ja noch nicht viel verpasst. Das ist jetzt, das können wir jetzt nochmal hier nochmal. Machen wir nochmal. Ich bespritze das nochmal neu. Das müssen wir jetzt hier für Steam. Für Steam nochmal. Das muss jetzt sein. Machen wir mal ganz schnell jetzt hier. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja... Eine Sekunde Geduld. Benutzt doch Protoschläger mit Senf. Ich frag mich, was passiert. Okay, ja, machen wir's mal.
Oh nein, die Zelle, ich poste dann schon mal den hier. Ja. Das muss jetzt sein, das müssen wir vollständig haben. Alles noch unbekritzelt. Hier ein bisschen Ketchup und hier ein bisschen Senf. Hier ein bisschen Ketchup und hier ein bisschen Senf. Ja. Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Also irgendwie kommt mir das Ganze hier ziemlich bekannt vor. Ich weiß auch nicht. Das hängt, das hat jetzt aber nichts mit. Hat jetzt aber nichts mit dem Podo-Stecker und dem Senf zu tun. Das Game ist mir abgeschmiert. Ja. Da ein paar technische Probleme. Copy to Clipboard, Close Application. Ja. Ich glaube, mein PC wurde gehackt. Ja, geil.